Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mini Exclusive, das Format, in dem ich Clash Mini schon vor der Beta für euch teste. Im heutigen Video geht es um die Helden. Wie ich es ja schon bei den Minis gemacht habe, zeige ich euch heute, was die Helden so können, was die Fähigkeiten sind und wie die Stats so sind. Außerdem gibt es ja nur 5 Helden, das heißt, wir haben auch noch Zeit für ein paar Gameplays. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und rein. Ja, so sieht's aus. Es gibt wie gesagt 5 Helden. Wir gucken uns die jetzt nach und nach an. Ich glaube, ich mache es so, dass ich euch immer die Fähigkeit zeige, dann die Stats zeige und dann ein kurzes, knackiges Gameplay. Wir fangen mal an mit dem Schildmaiden. Ja, der Schildmaiden sieht mega cool aus. Ist der erste Mini-Only-Charakter, den wir auch in den ganzen Mini-Minutes und so weiter gesehen haben. Echt ganz cooler Charakter. Gefällt mir. Ich habe, wie gesagt, noch gar nicht viel selber gespielt, also kann ich noch gar nicht viel dazu sagen, ob der jetzt super geil ist oder eher nicht so. Ich glaube aber schon, dass der ein bisschen was taugt. Seine erste Fähigkeit, Magic Shield, ist eine super Fähigkeit. Das heißt, bei ihm lädt sich eine Energieleiste auf und sobald die voll ist, greift diese Fähigkeit. Mit dem Magic Shield blockt er und reflektiert er für eine kurze Zeit den Damage zurück zu den Angreifern. Sprich, ich werde von einem Gegner angegriffen und die Superfähigkeit greift, kriegt der Gegner seinen Schaden selber. Die zweite Fähigkeit, Magnetic Shield, ist quasi ein Magnet. Sie sorgt dafür, dass alle Gegner für eine kurze Zeit auf den Schildmaiden konzentriert sind und nur ihn angreifen. Die dritte Fähigkeit, Willpower, ist eine Boss-Fähigkeit. Das heißt, sie greift, nachdem du einen Gegner getötet hast und immer wenn du das getan hast, bekommst du einen Energiepunkt dazu. So viel also zu den Fähigkeiten. Das sind die Stats vom Schildmaiden. Sehr viel AP, ist halt ein kleiner Tanker. 8 Energie, 1 Damage-Punkt pro Hit. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal kurz im Gameplay an. So sieht der Schildmaiden im Kampf aus. Ich setze mal noch ein bisschen was dazu. Und dann achtet einfach mal drauf, wenn sich die Anzeige auflädt. Oh, der Gegner spielt auch mit Pekka. So, jetzt kommt das Schild. Das heißt, der Pekka schadet sich gleich selber und der Monk auch. Wir haben ordentlich Damage absolviert. Das Schild ist gleich wieder da. Zack. Und dank den Fähigkeiten haben wir das noch gewonnen. Richtig cooler Held eigentlich. So, nachdem wir gerade beim Tanker den Shieldman waren, gehen wir jetzt zum Damage Dealer, dem Monk, über. Sieht auch cool aus. Ist auch ein Mini-Only-Charakter. Gibt es noch in keinem anderen Spiel. Gucken wir uns mal die Fähigkeiten an. Seine erste Fähigkeit, Peacemaker, ist ebenfalls eine Superfähigkeit. Das heißt, sie lädt sich auch mit einer Energieleiste voll. Sobald die Leiste vollgelaufen ist, macht er einen Superschlag, der dann auch 8 Damage dealt. Seine zweite Fähigkeit, Mystic Palm, ist eine Clash-Fähigkeit. Das heißt, sie beginnt am Anfang einer jeder Runde und sie gibt ihm mehr Geschwindigkeit, bis das Game vorbei ist. Und seine dritte Fähigkeit, Final Peace, sorgt dafür, dass der Peacemaker 7 Damage mehr macht, das heißt insgesamt 15 Damage, was absolut OP ist und so gut wie jeden Mini einfach aus dem Leben haut. So sehen seine Stats aus, hat natürlich ein bisschen weniger Leben als der Shieldmaiden, ist halt kein Tanker. Ansonsten sieht sehr gut aus, die Fähigkeiten machen ihn zum absoluten Damage-Dealer und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ah, perfekt, wir spielen direkt auch gegen den Shieldmaiden. Aber mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, da war unser 15 für unser 15er Hit und Shieldmaiden fast weg. Also super krass. Shieldmaiden aber auch nicht schlecht. Jetzt kommt es drauf an, wer er seine Superfähigkeit hat und das sind wir. Gewonnen. Richtig geiler Held. Kommen wir nun zur Archer Queen. Die kennen wir ja schon aus Clash of Clans und jetzt auch noch aus Clash Royale seit dem Update. Sieht cool aus, wie immer. Die, ja, kennen wir nun mal. Wir gucken uns mal die Fähigkeiten an. Ebenfalls eine Superfähigkeit, sprich mit Energieleiste. Sobald die Leiste voll ist, kriegt sie einen extremen Geschwindigkeitsboost. Außerdem hittet sie 3 Gegner gleichzeitig für eine kurze Zeit. Die zweite Fähigkeit, Inspire, greift immer, wenn der Crossbow auch greift. Dann kriegen alle verbündeten Minis in der Nähe einen Geschwindigkeitsboost für eine kurze Zeit. Die dritte Fähigkeit ist wieder ein Boss. Das heißt, sobald die Archer Queen einen Gegner killt, bekommt sie einen Damage-Punkt mehr für eine kurze Zeit. Und so sehen dann die Stats aus. Sie hat nur 8 HP, das heißt super wenig. Aber dafür ist sie ja Long Ranger. Das heißt, es ist auch schwieriger, sie zu killen.
Ich glaube dennoch, dass es der schlechteste von den fünf Helden ist. Wir gehen mal rein ins Gameplay. So, wir spielen Archer Queen gegen Archer Queen. Kann interessant werden. Es kommt wohl auf die Minis an. Müssen wir mal gucken, wie wir die platzieren. Wir versuchen die Archer Queen halt richtig als Long Ranger zu spielen. Und die relativ weit nach hinten zu setzen. Mal gucken, wie das so klappt. So, der Miner gräbt sich unter, der Bowler schießt ins Nichts. Ah, das Riesenskelett könnte uns Probleme machen. Oh, es sieht... Nee, wir haben es geschafft. Nice. GG. Der vierte Held, der Barbarian King, den kennen wir ebenfalls aus Clash of Clans und ich meine auch jetzt aus Clash Royale seit dem Update, da bin ich mir aber gar nicht sicher, ob der dabei ist. Da kenne ich mich nicht gut mit aus, aber auch der sieht sehr cool aus in diesem Mini-Style. Mal sehen, was die Fähigkeiten so können. Die erste Fähigkeit, Iron Fist, die erhöht den Damage aller verbündeter Minis in der Nähe für eine kurze Zeit, sobald die Energieleiste vollgelaufen ist. Die zweite Fähigkeit, Born Leader, sorgt dafür, dass alle Minis in der Nähe die Iron Fist Fähigkeit auch erhalten. Die dritte Fähigkeit, Stamina, verdoppelt die Dauer der Iron Fist. Die Werte sehen so aus. Er hat ein bisschen mehr Leben als der Monk, aber immer noch viel weniger Leben als der Shield Maiden. Und im Vergleich zu Bogey Queen sind die AP natürlich viel, viel mehr. Allerdings ist es ja auch ein Nahkämpfer, den du komplett ins Feld reinstellst. Wir gehen mal rein ins Gameplay und gucken uns den mal an. So, wir spielen gegen einen Monk. Wir nehmen mal den Packer mit dabei. Damit er auch den Boost abbekommt von der Iron Fist. Ich reroll mal einmal, gucken, ob nur zwei dabei ist. Ja, den Miner noch. Und dann gucken wir mal, was das alles so macht. Oh, ich glaube, das wird unsere Runde. Der Monk lädt sich schneller voll. Zack, hat den Packer schon weggeknallt. So, jetzt haben wir beide Boost bekommen. Der Miner und mein Barbarian King. Und damit ist das Ding entschieden. GG. Kommen wir zum letzten und zu meinem Lieblingshelden. Vampire Countess. Boah, übel geil. Mega geil. Die Fähigkeiten geil. Der Charakter an sich geil. Das wird zu 100% mein Main. Es sieht einfach super sweet aus. Und jetzt kommen wir mal zu den Fähigkeiten, die auch mega gut sind. Die erste Fähigkeit, Feed, ist wieder eine super Fähigkeit. Das bedeutet, sobald die Energieleiste vollgelaufen ist, teleportiert sich die Vampire Countess hinter den am weitesten entferntesten Mini und greift ihn von hinten an. Außerdem heilt sie sich dabei noch selbst. Die zweite Fähigkeit ist wieder ein Upgrade für die erste Fähigkeit. Sie sorgt dafür, dass sich feindliche Minis für eine kurze Zeit nicht heilen können. Die dritte Fähigkeit sorgt dafür, dass die Vampire Countess zwei zusätzliche Damage-Punkte verteilt, wenn sie einen Gegner von hinten angreift. Was übelst geil ist, weil durch die Feed-Fähigkeit greift sie ja automatisch von hinten an. Absolut OP. Sie hat 13 AP, was nicht sehr viel ist, aber dafür heilt sie sich ja auch oft selber, da die Energiekosten nur 6 betragen. Von daher finde ich, ist das völlig in Ordnung. Wir gehen mal rein ins Gameplay. Wir spielen gegen einen Monk. Ja, der Monk verteilt ordentlich Schläge. Ich glaube, wir müssen den Packer mit reinpacken, damit er ein bisschen tanken kann. Und da wir noch was über haben, kommt der Miner noch mit rein. Ja, den Packer nach vorne. So, wir laden uns jetzt auf. Und mussten uns jetzt hinter dem Monk porten. Verteilen da ordentlich Damage. Zack, zack. Machen 2 Damage dann. Jetzt hinter dem Healer. Und damit ist die Runde gelaufen. GG. In meinen Augen absolut OP. Also, boah, das wird mein Held. Ja, meine Freunde, das war's mit den Helden. In meinen Augen alle Helden ganz cool. Ich glaube, bei jedem Helden gibt's ein Pro und ein Contra. Das Spiel ist echt maximal ausbalanciert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, welcher euer Lieblingsheld sein wird. Meiner ist die Vampire Countess. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.